Hallo Leute, Kenny hier und willkommen zurück bei einer Runde Gothic 1 in der Minotaur Corinis, ja hier in der neuen Mine, wo wir gerade versuchen die aus dem alten Lager wieder zu vertreiben, was mehr oder minder gelingt. So, mal schauen, was wir mit Magie so alles hier erledigen können oder ob wir die mit den sind Schatten. Ich würde mal sagen, wir nehmen hier wieder die Ansturmfunktion und werden da einfach mal runterrennen. Guten Tag, die Leute. Eins. Einschatten. Da ist noch ein Schatten. Irgendjemand schießt mit Pfeilen von oben, aber das sind wir vermutlich so gestellt, dass nichts passieren kann. So, den haben wir auch erlegt. So. Du da oben. Kriegst gleich Eispfeile zu spüren. Oh. Da ist ein Gardist. Wo kommt der Gardist? Ist da runtergesprungen wo? Ah. Erledigen noch den Typen. Nicht, dass du mir wieder aufstehst. So, und jetzt will ich den da oben erwischen. So. Komm schon. Und erledigt. Wir heilen uns gleich wieder. Perfekt. Ein bisschen Fleisch. Das Ganze wird nochmal gut gespeichert. Und jetzt looten wir mal hier alles. Nicht hinsetzen. Da ist ein Gardist. Ein paar Schattenleute. Die haben so nicht wirklich Widerstand geleistet, aber egal. Ihr wart hier beim Angriff dabei. Das allein reicht mir als Begründung, euch hier liegen zu sehen. Pfeil. Richter. So, gehen wir mal hoch zu dem, der da geschossen hat. Na, hoch, 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 hoch. Und danke für die nette Spende. Ansonsten ist hier ja auch nichts. Wir werden aber so runtergehen. Ja, kostet weniger. Na, ein bisschen was essen vielleicht. Mal ein paar Pilze. Erst sag einmal, das kann dauern. Stell mir vor, wenn wir nur mit Pilzen mal das Leben komplett wieder heilen. Ah, wir gehen hier rauf. Was ist hier? Mal nochmal zur Sicherheit speichern, man weiß ja nie. Ah, es sind nur die Minecrawler. Die will ich gerade nicht angreifen. Sind mir noch ein bisschen stark. Und weiter hoch. Ja, mein lieber Butler, was machst du hier? Das ist nicht dein Ort zum Buddeln. Hättest du dir vorher überlegen sollen.
Genauso wie du. Und du auch. Nicht. So, und jetzt? Hier haben wir Heilkräuter, toll. Eine Spitzhacke, die ich auch nicht nehmen muss, aber wo geht's weiter? Na komm, das waren nur ein paar Meter. Ich scheine irgendwie in der Sackgasse zu stecken. Da oben ist noch ein Butler, den hole ich mir auch. Oder schreib mal, wo Gorn ist. Vielleicht kann der noch was sagen. Ja. Deiner ergriff die Flucht nach oben. Also noch einer. Grüß euch. So. Last but not least. So, da müsste ich hier eigentlich fertig sein mit allem. Wüsste jetzt zumindest nicht mehr, wo noch einer stehen würde. Außer der da unten. Sag einmal, wo kommst denn du her? So, steht auch nicht mehr auf. Okay, erledigt, 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 erledigt. Da drüben geht's nur Richtung Minecrawler. Ja, dann gehen wir mal Richtung Minecrawler, würde ich mal sagen. Schauen wir mal, ob wir einen besiegen können. Füllen wir ein bisschen die Magie auf. Steinwurzel. Dann speichern wir wieder am gleichen Ort. So, ich habe nicht die Vermutung, ich schaffe die Typen nicht. Die starke Vermutung. Da ist keiner, da steht einer. Werden wir gleich sehen. Na komm. Da haben wir den Ork da hinten, sehe ich gerade. Praktisch. Waren wir auf der richtigen Fährte sozusagen. Pilze essen. Nervige kleine Biester. Aber gehen Erfahrungspunkte. Geben gute Erfahrungspunkte. So mein Ork. Nee, das machen wir anders. Da klettern wir einfach hoch zu dir. Ja.
Tarok brauchen Hilfe. Tarok verletzt. Okay. Was ist geschehen? Tarok hier gefangen von blauen Soldaten. Plötzlich überall rote Soldaten. Ja. Rote Soldaten töten alles. Tarok hierhin geflohen. Rote Soldaten nicht gehen hierhin. Rote Soldaten fürchten Gahluk. Bitte helfen. Tarok verletzt. Was bedeutet Gahluk? Seien große Tiere auf vielen Beinen. Gahluk gefährlich. Orks und Menschen fressen. Du meinst wohl die Minecrawler hier unten. Was kann ich für dich tun? Tarok brauchen starke Medizin. Tarok, sonst sterben. Was für Medizin? Gahluk mich vergiftet. Tarok brauchen Medizin. Tarok haben Medizin, aber Tarok verlieren. Tarok nicht finden. Gut, dann holen wir sie in den Medizin. Tarok sehr schwach. Fremder beeilen, sonst Tarok sterben. Na gut, schauen wir mal. Suche nach dem Ulumulu. Letztes, ich habe einen Freund von Urshak in einem unteren Stollen der Familie gefunden, der heißt Tarok, ist allerdings vergiftet und benötigt dringend eine spezielle Flasche Orkmedizin, die er bei seiner Flucht hierher verloren hat. Sie liegt irgendwo hier in der unteren Stelle der Mine. Naja. Vielleicht hier wo. Oder vielleicht da drüben noch. Ich will nicht gegen die Minecrawler kämpfen. Holzen. Ein Krug. Ich glaube nicht, dass sie auf dem Weg zurückliegt. Das heißt, wir werden erstmal eine gute Magie ausrüsten und ein paar Minecrawler hier schlachten. Zwei Stück. Das heißt, einen müssen wir schon mal ziemlich runterhauen. Was haben wir denn da? Probieren wir mal damit. Wir können ja speichern. Haben wir jetzt sozusagen. Und jetzt schauen wir mal, was Blitz hier für einen Schaden reißt. So gut wie gar nichts. Bist du denn Wahnsinns? Na gut, was laden wir mal. Also Blitz gegen die Viecher ist mal sinnfrei. Schade, einer meiner Lieblingszauber. Bringt nichts. Probieren wir es mit dem hier. Oh, liebe Minecrawler, schon mal gut gebrannt. Okay, der hat sich schon mal verschüsst. Und nächstes hat sich verschüsst. Du bist schon tot, du gehst nur weiter in die Ecke. Ja. So, die zwei haben wir. Gar nicht mal so schlecht. Also ich glaube, vom Feuerstuhl werde ich mir noch ein paar kaufen, falls ich noch ein paar finde. Muss mit dem Wassermagier nachher reden, ob sie mir noch mehr geben können. So, Fackel, altes Schwert. Sag jetzt nicht, hier ist nicht mehr. Ja, leck mich doch. Also wirklich. Wo zum Henker ist die Medizin?
Sehen wir uns mal um hier. Okay, hier komme ich nicht mehr hoch, wenn ich mal unten bin. Bin mir ziemlich sicher. Na, lassen wir das lieber. Schauen wir woanders. Oder? Oh, geht doch. Gut, dann schauen wir mal, ob wir den Einzelnen hier erwischen. Dann können wir ihn schön wo reindrücken. An der Wand. Gehst du? Gehst du an die Wand? Weiter. Erledigt. So, das kriege ich jetzt noch mal ein Fleisch ein bisschen. Okay. Funktioniert ja einigermaßen gut, muss ich sagen. Komm schon. Fliegst du endlich um? Na, man muss nur gut zureden. Dann tun sie ja, was man sagt. Trank. War es der Trank? Weniger welcher? Trank der schnellen Heilung. Könnte er gewesen sein. Muss aber nicht. Hier liegt sonst nichts mehr wirklich herum. Dementsprechend werden wir wieder weitergehen. Ich bin durch einen Balken durchgegangen, weil ich es kann. Schauen wir mal, wo könnte sonst noch was sein. So, zur Flucht hierher. Er war also hier in der unteren, also der Flucht. Hat er den Trank verloren. Das heißt, er könnte auch irgendwo hier sein, der Trank. Schauen wir uns mal um. Pokal, schon mal nicht schlecht, aber kein Trank. Ist auch nichts, auch nichts, auch nichts. Lagerfeuer auch nichts. Vielleicht drüben noch. Reden wir vielleicht Wasser, der Trank schnellere Heilung. Uah. Einfach mal geradeaus nach oben springen, hilft immer. Ist auch ein Trank. Ist auch einer. Jetzt muss aber mal einer passen. Ist auch kein extra Reger. Naja, egal. Reden wir mal mit ihm. Tarok, wo bist du? Bin unterwegs, Tarok. Nicht, dass du mir noch stirbst. So. Hallihallo. Bist du ein Freund von Urshak, dem Schamanen? Urshak war ein Sklave wie Tarok. Urshak gelaufen weg, seien viele Winter her. Dein Freund sagte, du könntest mir ein Ulumulu machen. Tarok sehr schwach. Tarok ohne Medizin sterben. Fremde bringt Medizin.
dann Tarok helfen. Gut, ich kann die Medizin nicht finden. Ich kann die Medizin nicht finden. Fremder suchen weiter. Medizin hier unten sein. Tarok fliehen vor Gahluk. Tarok sich bei Flucht verstecken. Fremder auch suchen in Nischen. Fremder auch suchen in Nischen. Ich suchen. Suchen hier. Nope. Hier auch nicht. Wow. Der verliert sein Zeug und wir dürfen es suchen. Also das ist auch wieder mal typisch. Pass doch auf deine 7 Zwetschgen ein bisschen besser auf. Ich habe schon so ziemlich jede Nische durchgesehen. Ah! Gab's hier noch eine Nische, wo ich nicht reingesehen habe? Nee, da ist auch alles abgesucht. Hier auch, hier auch. Hier auch. Tarok ein bisschen mehr Informationen geben könnte. Ha! Haha! Habe gefunden. Göttergabe, ein Buch. So. Dank der Information darf ich erstmal Buch lesen. Buch lesen. Ah, was tue ich denn hier? Da. Die Gabe der Götter. Seit Jahrhunderten versucht man das Wesen und den Ursprung der Magie zu ergründen. Doch wo soll man suchen? Wie kann man sie beschreiben? Sie ist die widersprüchlichste Kraft, die wir kennen. Sie kann töten und gleichzeitig heilen. Sie kann formen und zerstören. Ja. Wie sieht eine solche Kraft aus? Wo kann man diese unsichtbare und doch so mächtige Kraft finden? Die Magie ist das, was sie ist. Das herrlichste und zugleich mächtigste Geschenk der Götter. Der Nutzer und Wirker dieser Kraft ist damit auch ein göttliches Geschenk gegeben. Eine heilige Kraft, die nur wenige Auserwählte in der Lage sind zu kontrollieren. Gute Zusammenfassung. Wow. So. Tarok, habe deine Medizin, bin auf dem Weg und bin schon wieder durch ein, ja, Baum, Holzbrett durch. Weiß nicht, gegangen einfach, kann man sagen. So, hier Tarok. Hier, ich habe deine Medizin gefunden. Fremder nicht böse wie andere Menschen. Nein, nein. Fremder gut, Tarok ja. Schulden Dank. Kannst du mir jetzt einen Ulumulu geben? Fremder helfen Tarok, also Tarok auch helfen Fremder. Gut. Fremder brauchen Krotak, Kastak, Dvachkar und Ortantak. Fremder bringen dann Tarok machen Ulumulu. So, okay. Was ist Krotak? Was ist denn Krotak? Sein Flammenzunge. Sein Zunge von Feuerechse. Okay, wo finde ich eine... Wo finde ich eine Feuerechse? Feuerechsen in Heimat leben. Heimat von Tarok. Fremder suchen müssen. Auch können finden Feuerechse auf Sand bei Meer. Okay, gut. Was bedeutet Katztag? Sein Horn von Schattenläufer. Horn spitz wie Dolch und hart wie Stein. Okay, gut. Weiß ich, wo findet man Schattenläufer? Leben in Wald oder in Höhle. Nicht mögen Licht. Seien sehr gefährlich. Fremder aufpassen. Sehr, sehr gefährlich, ja. Dvachkar? Was ist das denn? Sein Zähne von Sumpfhai. Wenn Zähne beißen Opfer, dann nie wieder loslassen. Ja, Sumpfhai weiß ich zwar, wo ich finde. Viele Sumpfhaie bei Lager von Menschen. Lager in Sumpf natürlich. So, und letzte. Was ist ein Ortantak? Hauer von großes Troll. Machen großes Löcher in Beute. Brr, hä? Wo war ich noch? Wo finde ich einen Troll? Troll leben in Bergen. Troll lieben viel Platz. Fremder gehen suchen in Nordberge, aber passen auf Faust von Troll. Faust treffen, dann Fremder fallen von Berg runter. Hm.
Du sprichst unsere Sprache. Tarok schon lange Sklave von Menschen. Tarok gut zuhören. Ich muss weiter. Fremde kommen wieder. Ja, auf jeden Fall. Wieder mein Ulumulu. Gut, jetzt wissen wir, was wir alles brauchen für das Ulumulu. Die Jagdsaison ist eröffnet. Wir haben zwar schon ein paar Schattenläufer und so getötet und eigentlich haben wir alle schon getötet, was er aufgezählt hat. Aber außer einen Sumpfheld, den haben wir noch nicht, glaube ich. Ja, holen wir uns nochmal. So, jetzt suchen wir auf jeden Fall zuerst mal Gorn. Und reden wir mit ihm. Weil wir sind ja hier eigentlich so gut wie fertig mit der Mine. Die ist leer geräumt. Rauf, 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 immer schön die Treppen rauf. Und dann in den Tunnel. Also durch den Tunnel oder sonstiges. Aber wir sind in einer Mine. Sind aber auch nur Tunnel, also von dem her passt das schon. So. Und weiter rauf. Gorn, 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 Gorn. Wo bist du denn? Oh, sind noch ein paar Gegner hier. Ist da jemand? War ich da oben schon? Sieht so aus. Oder habe ich mich so verschaut? Ne, waren nur ein Erzklumpen. So, trotzdem, mir fehlt Gorn. Au. Kommt die paar Meter. So, und die zwei habe ich jetzt auch noch. Nehmen wir noch einmal einen Feuersturm. Dann erledigen wir die zwei. Mana habe ich eigentlich genug. Ich habe zwar nur noch einen, aber ich brauche den nur noch einmal. Gespeichert habe ich zwar gerade, aber egal. Geht ja schnell. Und dann muss ich nicht mehr so weit laufen, falls es schief geht. Okay, der ist erledigt. Na komm. Mühsam erinnert sich das Murmeltier, das Eichhörnchen, eigentlich. Na, fall endlich um. Wo soll ich dich durch die ganze Höhle treiben? Na, geht doch. Looten lässt er sich natürlich schon, haha. So, du bewegst dich nicht wieder andere Ewigkeiten. So, gibt's hier noch irgendwas zu sammeln, zum Ansehen oder sonstiges? Heilkräuter. Heilkräuter. Bier. Naja, besser als gar nichts. Wichtigste waren sowieso die Erfahrungspunkte. Und noch höher. So, Gorn, ich bin fertig. Hier ist nichts mehr. Im wahrsten Sinne des Wortes, gar nichts mehr. Hallo, suchst du wieder Streit? Und schon wieder bei mir? Nein, ich nicht. Halt die Stellung, ich werde erstmal die Lage prüfen. Ist gut. Ich warte am Mineneingang und sorge dafür, dass dir niemand in den Rücken fällt. So. Endlich. Auf in den Kampf.
Wie sieht's aus mit den... Gibt's hier keine Quest bezüglich... Ich werde mal gar ein bisschen durch mitnehmen. Vielleicht bringt sie was. Hoffentlich kommt er mit hier runter. Gorn? Ja, man kann auch runterspringen. Das ist kein Ding. Würde ich auch immer. Also ja. So, Gorn. Jetzt kommst du natürlich mit, wo ich schon fertig bin. Und vorher lässt du mich alles alleine machen. Wir sind fertig, Gorn. Hier ist nichts mehr. Hallo. Auf in den Kampf. Okay. Hallo. Halt die Stellung, ich werde... Ist gut. Bis später. Naja, das war's dann mal hiermit. Dachte, der sagt noch irgendwas, weil wir hier fertig sind, aber... Da kann man sich irren. Dann laufen wir nochmal das Ganze zurück. Sind ja nicht, weiß ich nicht, wie viele Stiegen, also Leitern und so weiter und so fort. Aber wenigstens verlauscht man sich hier nicht. In der alten Mine wäre es irgendwie interessanter gewesen. So, up, Bolzen. Auch alles erlegt. Da kommt man auch nicht weiter. Oh Mann. Das war ein wirklich beinharter Kampf. Ich hätte nicht gedacht, dass Gomez-Gardisten so viel Widerstand leisten. Die Hauptsache ist, dass wir sie wieder aus unserer Mine vertrieben haben. Ich werde hier bleiben und dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Was hast du bitte schon gemacht? Aber egal. Gut. Wie ihr meint. Nur das sind jetzt aufregen. Wir haben in den 30 Minuten viel geschafft. Freue mich schon auf das nächste Mal. Bis dahin, Leute. Hat mich gefreut, dass ihr mitgemacht habt. Also, zugesehen habt. Bis dahin. Euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend. See ya.